Die neue Woche haben wir lanciert und das mit diesen Themen. Islamisten kritisieren und Argumente gegen Minarett, Saisoneröffnung in einzelnen Skigebieten noch unsicher und Verfahren gegen den Fernando Heine vom EHC Visp eingestellt. Schön, habt ihr euch heute wieder eingeschaltet. Die Koordination islamischer Organisationen KIOS kritisiert Argumente von der SVP und EDU zur Anti-Minarett-Initiative. Laut dem Präsident Farah Asfar steht das Minarett in keinem politischen Zusammenhang. Die Gebetstürme sind ein Teil der religiösen Identität des Islam. Ein Minarettverbot in der Schweiz wäre eine klare Relativierung der Religionsfreiheit. Am Wochenende hat der FC Sitto-Präsident Christian Constantin die ganze Nation geschockt. Er hat nämlich in einer Überzeugung dargelegt, in seinem Club gäbe es keinen Wettskandal. Vor brisanten Spielen lässt er das Telefon von seinen internationalen Spielern ablösen. Laut der Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatto darf der Christian Constantin das machen, wenn das im Arbeitsvertrag des Spielers so geregelt sei und der Spieler das unterschrieben hat. Wenn das nicht so wäre, könnte der Spieler einen Klag einreichen. Gesetzlich geregelt sei das im Zivilrecht, also nicht beim Kanton, sondern auf Bundesebene. Die Walliser Gletscherschmelze ist trotz Wärme und Wetter im Moment stabil. In den letzten Jahren sind die Oberwalliser Gletscher zwar relativ schnell geschmolzen, was nach Aussagen vom Glaziologen Benedikt Schneider saisonal bedingt ist. Vor einem Monat hat es eine Beruhigungsphase gegeben, das wegen der tieferen Temperaturen. Aber auch jetzt, wo die Temperaturen wieder höher sind, kann das den Wasserfluss unter den Gletschern nicht mehr beeinflussen. Jetzt hoffen die Experten, dass es Winter mit viel Schnee gibt, sodass sich die Gletscher wieder ein bisschen erholen können. In Oberwalliser Skigebieten sind die Vorbereitungen für die Wintersaison voll im Gang. Auf der Leuchteralpe will man Leute verantwortlich am Wochenende vom 5. bis 6. Dezember die Saison eröffnen. In den oberen Regionen haben es gut Schnee, aber weiter unten sieht es noch nicht gut aus. Auch auf der Fiescheralp will man planmässig am 4. Dezember mit dem geplanten Event die Saison eröffnen. Der Event feiern wir aber so oder so durch, aber wenn es wenig Schnee hat, legen wir halt den Skibetrieb noch zu. Auf der Torrent sind die Schneekanonen alle bereit und wir warten lediglich auf kalte Temperaturen. Die Verantwortlichen zeigen sich aber zuversichtlich, für die Saison am 12. Dezember zu starten. Was macht die Aletsch Arena in einem Restaurant zu Bären? Dieser Frage ist Helena Folger nachgegangen. Ein Bericht von Daniel Buri. Vor einem Jahr haben die Badmer Alpanen die Initiative ergriffen, ein Unternehmen zu gründen für ein gemeinsames Marketingkonzept mit der Riedralp und Fiescheggisoren. Relativ schnell war man euch einverstanden über die Zielsetzungen und Finanzierung des Projekts Aletsch Arena. Ja, die drei Badmer sind schon lange zusammen, die haben schon lange Projekte miteinander. Und nach dem Scheitern von Aletsch Marketing hat man gesehen, jetzt müssen wir etwas anderes machen. Wir wollten etwas machen unter dem Lied der Bergbahnen, aber selbstverständlich mit Partnern, mit Hoteliers, mit Tourismusvereinen und mit Sportgeschäften. Und so ist genau vor einem Jahr ist dann die Aletsch Arena gegründet worden, im Moment in Form von einer einfachen Gesellschaft mit einer guten Ausfinanzierung und mit der Absicht und mit der Zielsetzung, das noch auszubauen. Und so gesehen sind wir sehr viel professioneller geworden, erstens. Und zweitens haben wir die Mittel können sehr gut fokussieren. Also wir bringen jetzt eigentlich relativ viele Mittel ein, die man früher einzeln hat, weniger gut hat eingesetzt gehabt, ist jetzt optimal. Schwellenmatte Litzbara, ein schöner alter historischer Ort, direkt oder Ara. Vor 5 Jahren hat man es als Saunahaus abgebrochen und ein bisschen weiter so wieder aufgebaut. Jetzt steht direkt am und über dem Fluss ein modernes Restaurant mit einer riesigen Terrasse. Für diesen Winter hat der Geschäftsleiter zusammen mit dem Unternehmen Aletsch Arena eine Fondue-Hütte auf der Terrasse installiert. Aletsch Arena hat in Bern einen Auftritt mit einem Modegeschäft, wo sie einen Wettbewerb lanciert haben. Wir haben Kenntnis von dem, auch von der Modemacher, und haben nachher angefragt, im Zusammenhang mit der Idee von dieser Fondue-Hütte, ob sie nicht bei uns zusätzlich mitmachen wollen, diese Plattform nutzen, um die Idee von der Aletsch Arena den Leuten auch bekannt zu machen.
Mit der Aktion, die mit einem Wettbewerb verbunden ist, erhofft man sich, die Leute von Bern und Umgebung auf die Aletsch Arena aufmerksam zu machen. Am Mittwoch hat man mit einem Ewigsapero den Wettbewerb und das Hitze dem Publikum freigegeben. Jetzt vor der Wintersaison tut man ja gerne ein bisschen Werbung machen. Fondue und Wanda kehrt uns zur Werbung. Und so wie ihr das hier anschaut, seht ihr, dass es stimmungsmässig sehr gut ist. Die Aktion von der Fondue-Hitta mit dem Aletsch-Wettbewerb geht noch bis im Februar. Der erste Preis ist eine ganze Woche Ferien im Aletsch-Gebiet. Am Montag war es Zeit, dass der Katrinomarkt und hat viele Besucher angezogen. Mehr als 8000 Leute haben den Markt in der Strasse von Siders dieses Jahr besucht. Im Ganzen hat es am Katrinomarkt um die 360 Stände, wo man einkaufen, essen oder trinken konnte. Auch für die Kleinsten hat es Attraktionen gegeben, wie zum Beispiel einen Klon oder den Nikolaus, den man auf dem Markt angetroffen hat. Am Montag hat die Gemeinde Brieg den traditionellen Weihnachtsbaum auf dem Sebastiansplatz aufgestellt. Ohne Komplikationen konnte man den Baum transportieren und vor Ort aufstellen. Den Baum haben wir mit einem 250 Tonnen Autokran oben an bei der Spittelmattenbrücke abgesagt von dem Forstrevier Brieg und nachher auf einen Aufleger geladen. Die haben Brieg deponiert und jetzt mit einem kleinen Autokran, weil die Ausladung viel weniger gross war, mit einem kleinen Autokran hier montiert, wieder aufgestellt. Der Baum ist zwischen 17 und 18 Meter Länge, ist 2,7 Tonnen schwer. Sonst konnte man den Baum im Helikopter transportieren, aber dieser Baum war schwer für Helikoptertransport. Da musste man rund 4 Meter vom Baum absagen. Die Polizei hat die ganze Aktion begleitet und beaufsichtigt, um mit eventuellen Problemen sofort einzugreifen. Am Dienstag montiert man die Beleuchtung montieren und den Schmuck anbringen. Zum Sport Eishockey. Der Einzelrichter hat das ordentliche Verfahren gegen den Verteidiger des EHC Visp, Fernando Heine, eingestellt. Das Beweismaterial reicht nicht, um aufzuzeigen, dass der Fernando Heine im Meisterschaftsspiel vom 13. November gegen den HC Siders Anivé und Derek Gormier bewusst beim Stock ins Gesicht geschlagen hat. Die kalten Temperaturen sind eben noch nicht da, weil wir sie noch Walliser Nachrichten gesehen haben, ob sie noch nächsten Tag kommen. Das sehen wir jetzt im Walliswetter. Zalkisch war am Montagnachmittag meistens bewölkt, aber mild bei über 12 Grad. Der Dienstag fängt noch mit Wolken an, im Verlauf des Tages tut es aber recht tief und vor allem in den Regionen Goms und Aletsch ist es sehr sonnig. Ein paar Wolken hat es im Letschertal und Leikerbad. Außerdem hat es der Matun im Saastal. In der Nacht gibt es Thermometer auf minus 3 Grad, im Verlauf des Tages kommen wir euch wieder auf 14 Grad im Talgrund. Mild ist euch höher im Müff. Im Letschertal haben wir 11 Grad, das Greco 9. Die Aussichten von den nächsten Tagen. Am Dienstag gibt es wieder Wolken und ein paar Regentropfen. Bewölkt ist am Donnerstag bei 8 Grad. Am Freitag klettern die Temperaturen wieder auf 12 Grad. Die gewünschte kalte Temperaturen lehnt also noch auf sich warten. Danke vielmals für euer Interesse. Ich wünsche euch eine gute Woche.